بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah Azza wa Jal. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Meine lieben Geschwister im Islam, inshallah werden wir über den Monat, über den gesegneten und besten Monat sprechen, über den Monat Ramadan. Und werden inshallah darüber sprechen, wie unsere rechtgeleiteten Vorfahren diesen Monat geehrt und gelebt haben. Wir werden reden inshallah über die Salaf, über die drei ersten Generationen, über die Gelehrten im Ramadan, im Monat Ramadan. Wir bitten Allah Azza wa Jal, dass er uns diesen Monat inshallah fasten lässt und unsere Taten inshallah annimmt. Und wir danken Allah Azza wa Jal, dass er uns versammelt hat, dass wir hier in einem seiner wunderschönen Häuser über seinen wunderschönen Monat Ramadan sprechen dürfen, Allah gedenken dürfen und uns an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten erinnern und sie als Vorbilder nehmen. Das Paradies ist nah. Die Zufriedenheit Allahs ist nah. Aber auch der Zorn Allahs. Ramadan wurde im zweiten Jahr der Hijra für die Muslime, für die Gläubigen verpflichtend gemacht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 9 Mal Ramadan gefastet. Die Salaf selbst, die lebten das ganze Jahr Ramadan. Sie lebten das ganze Jahr Ramadan. Sie haben sich auf Ramadan vorbereitet und haben nach Ramadan sich gefreut und Bittgebete gemacht für die Taten, die sie gemacht haben, dass sie akzeptiert werden. Haben Bittgebete gemacht, dass sie das nächste Mal wieder fasten dürfen. Haben freiwillig gefastet. Haben sich erinnert an diese schönen Tage und die schönen Nächte. Wie Ibn al-Fadl radiallahu anhu überlieferte, dass sie 6 Monate vor dem Eintreffen des Monats Ramadan Allah gebeten haben, dass sie diesen Monat erreichen und dass sie diesen Monat fasten, und haben dann ein halbes Jahr danach, nach diesem Monat, Allah Azza wa Jal darum gebeten, die Taten im Ramadan, vom letzten Ramadan anzunehmen. Sie lebten und liebten diesen Monat, denn es ist der Monat der Vergebung, wie manche der Salaf ihn nannten. Der Monat der Vergebung. Es ist die Nähe des Alabama und die Ruhe der Herzen und die Zeit der Gottesdienste und des Monotheismus des Tawhid von Al-Ibadah und die Weite von den Sünden und vom Zorn Allahs Azza wa Jal. Sie freuten sich auf Ramadan, weil er, dieser gesegnete Monat, ihnen die Kraft gab, ihnen den Iman gab für das ganze Jahr. Das war das Training für das ganze Jahr. Sie trainierten die Nachtgebete, die langen Gebete, das lange Rezitieren, das Zurückhalten von Sünden, von schlechten Aussagen. Sie haben in diesem Monat trainiert. Sie haben in diesem Monat getankt. So waren die Salaf. So waren unsere rechtgeleiteten Vorfahren, liebe Geschwister. Und sie erinnerten sich das ganze Jahr an Ramadan und freuten sich auf den kommenden. Subhanallah, was für ein Unterschied zwischen ihnen und uns. Wallahi, in unserer Zeit, manche, wal'iyadu billah, in den letzten Tagen von Ramadan, sie wünschen sich, dass es jetzt zu Ende ist.
dass sie dann sie wünschen sich, dass dieser Monat zu Ende geht. Und die Besten von uns sind jene, die sich an Ramadan noch erinnern, bis zu den 6 Tagen von Schaban. Dass sie noch diese 6 Tage von Schaban fasten. Das sind die Besten. Und danach ist Ramadan vergessen. Bis wann? Bis man sich daran erinnert, wenn man ein paar Tage vor Ramadan wieder in den Geschäften sieht, dass Datteln verkauft werden. So ist unsere Lage, liebe Geschwister. Und schaut auf die Lage des Salaf, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben sich vorbereitet auf Ramadan im Monat Schaban, in dem Monat, in dem wir uns jetzt befinden. Wie der Hadith überliefert von Aisha radiallahu anha, in dem sie sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die meisten, fast alle Tage von Schaban fastete. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich vorbereitet auf Ramadan und den Sahaba das beigebracht. Diesen Monat, in dem wir uns jetzt befinden, in diesem Monat hat der Prophet die meisten Tage gefastet. Und jeder von uns kann sich selbst fragen, wie viele Tage er fastete. Und manch einer wird sagen, ja, aber wir haben Sommer. Oder es ist heiß. Dann sage ich dir was, wie heiß war es beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka und in Medina in der glühenden Hitze, in der Wüste. Wobei sie doch fast nichts zu essen hatten. Und der Unterschied ist was? Der Unterschied ist der Glaube, der Iman. Und der Beweis dafür ist was? Ali radiallahu anhu zum Beispiel. Was pflegte er zu tun? Was hat Ali radiallahu anhu? Er pflegte und mochte es und liebte es, in den heißesten Tagen des Jahres zu fasten. Weil es dann schwer wurde und die Belohnung natürlich für diese Erschwernis vervielfacht wird. Aber wie gesagt, der Unterschied ist nicht die Hitze, der Unterschied ist der Iman. Der Unterschied ist die Liebe zu Allah Azza wa Jal. Die Salaf, die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallam, sie liebten und sehnten sich nach Ramadan das ganze Jahr. Warum? Weil sie die Angelegenheit des jüngsten Tages verinnerlicht haben und verstanden haben. Sie verstanden den Hadith vom Propheten Muhammad sallam, dass der Monat von Ramadan am Tag der Auferstehung kommt. Der Monat von Ramadan, der kommt am Tag der Auferstehung, liebe Geschwister, und will Fürsprache halten. Wann? Am Tag der Auferstehung. Am Tag, da die Mütter ihre Kinder vergessen und die Frauen ihre Bürde abwerfen und du die Menschen trunken siehst und sie sind nicht trunken. Am Tag, da die Kinder, die kleinen Kinder, graue Haare bekommen, an diesem Tag kommt der Monat Ramadan und erhält Fürsprache für diejenigen, die richtig gefastet haben, die diesen Monat geliebt haben und sich nach diesem Monat gesehnt haben und die diesen Monat gefüllt haben mit guten Taten, mit der Nähe Allahs, mit der Weite vom Satan und von den Schändlichkeiten. Wie der Prophet sagte, er kommt, der Monat Ramadan kommt und spricht zu Allah Azza wa Jal und sagt, dieser Diener hat meinetwegen auf Essen und Trinken verzichtet. O Allah, lass mich für ihn Fürsprache halten. Und dieser Monat wird so lange für ihn sprechen, bis dieser Diener ins Paradies eingeht.
Subhanallah, das ist der Monat Ramadan. Deswegen haben die ihn geliebt und sich danach gesehnt und ihn gefüllt. Affen. Und der Prophet sallam hat die Sahaba auch gelehrt und erzogen, wie sie diesen Monat empfangen, was sie in diesem Monat machen, wie sie diesen Monat ehren, indem er sagte, im Hadith überliefert von Abu Huraira, überliefert bei Ahmed im Musnad und überliefert auch bei Imam al-Nasa'i, sagte der Prophet sallam, zu euch ist ein Monat gekommen, Allah hat euch in diesem Monat das Fasten vorgeschrieben. In ihm werden die Tore des Paradieses geöffnet, im Monat Ramadan. Und die Tore der Hölle geschlossen, verschlossen. Und die Satane der Dschinn werden in Ketten gelegt. Der das Gute und Schöne sucht, willkommen. Derjenige, der das Gute und das Schöne sucht, herzlich willkommen. Und derjenige, der das Üble möchte, ziehe ab, sagte der Prophet sallam. In der Nacht begnadigt Allah azza wa jall, der gnädige Menschen, der Prophet sagte, in der Nacht begnadigt der Gnädige, Allah Azza wa Jal, Menschen aus dem Höllenfeuer. Und dieses in jeder Nacht von Ramadan. Eine Nacht in diesem Monat ist besser als 1000 Monate. Laylatul Qadr. Wer das Schöne dieser Nacht verpasst, hat vieles an Gutem verpasst. In einem anderen Hadith, überliefert bei Tabarani und Ibn Hibban, rahimahumullah, sagte der Prophet, als er eines Tages auf dem Minbar war, er sagte laut, Amin, Amin. Und die Sahaba fragten ihn, O Gesandter Allahs, warum sagst du Amin? Er sagte, Jibril ist zu mir gekommen und sprach, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Ramadan erreicht und ihm wird hierauf nicht vergeben und er geht in die Hölle, möge Allah ihn verschwinden lassen. Sag Amin. Und der Prophet sagte daraufhin, Amin, Amin. Derjenige selbst schuld. Derjenige, der den Monat Ramadan erreicht. Und hierauf wird ihm nicht vergeben. Noch kann er sich von der Hölle, oder noch kann er sich von der Hölle entfernen. Derjenige soll weit weg von Allah Azza wa Jalla sein. Und Jibril sagte Amin und Muhammad sagte Amin. Einer der Salaf sagte, wer auch immer im Ramadan erbarmt wird, das ist wahrlich der Erbarmte. Und wer dessen Segen verfehlt, ist der Verlierer. Ein anderer der Salaf sagte, der siegreiche Handel ist gekommen. Sie haben Ramadan als Geschäft gesehen. Als erfolgreiches Geschäft gesehen. Er sagte, der siegreiche Handel ist gekommen. Wer in diesem Monat keine Gewinne einfährt, in welchem